Hallo liebe Leute, es ist Sonntag, der 20. Mai und es ist bullenheiß draußen. Ich komme gerade von der Arbeit und ich brauche jetzt gerade mal so ein bisschen Entspannung. Und deswegen kommt jetzt Dirt 3 ran. Ach, hier waren wir schon fertig. Im Hintergrund rendert gerade der Podcast, den ich gestern Abend aufgenommen habe. Und deswegen kann es sein. Ja, du hast es bei den Hexen Games krachen lassen, aber in Saison 4 beginnt der Ernst des Lebens. Wenn du in die Super Series willst, musst du alle Fähigkeiten in die Waagschale werfen, die du in den letzten 3 Saisons gezeigt hast. Jack hat völlig recht, aber wir sind bis hierhin gekommen und ich habe keinen Zweifel, dass du das Super Series Finale erreichst. Also an die Arbeit und auf in die letzte Saison. So sieht's aus, an die Arbeit. Also im Hintergrund rendert gerade der Podcast, der geht 1 Stunde 30, deswegen dauert das Rendern voll lange. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr am Längen ist. Alter, 400 PS. Ja, der hat auch 400. Aber der hat mehr Ruf, dann nehmen wir den. 400 PS. Alte Scheiße. Ah ja, man merkt schon hier so, es lädt ein bisschen länger. Ich bin jetzt auch länger nicht gefahren, weil es waren viele Projekte Sniper Elite. Du bist ein echter Rallye-Könner. Ich weiß. Zeig den anderen, warum du der Beste bist. Na, mach ich. Nein, ich möchte eigentlich gar nicht zeigen. Ich möchte eigentlich nur entspannen. Aber arbeiten bei so einem Wetter ist echt. Und dann noch an einem Sonntag, da fühlt man sich echt so ein bisschen platt. So, auf zum Rennen. Schlage eine Zeit von 3 Minuten 16. So, mein PC steht ein bisschen anders. Ich hoffe, das Kabel vom Gamepad reicht. Aber sieht gut aus. So, mal gucken. Wow, wow, wow. Aber hier ist die Grafik gerade nicht so schön, beziehungsweise das Wetter ist einfach nicht toll. Schön rumgedriftet. Das ist doch, ist das nicht die Strecke vom allerersten Rennen? Nee, ist es nicht. Kuppe voll. Gucken wir. Alter, das ist ja ein Panzer. Das ist ja voll der Panzer. Mittel rechts. In offene Kehre links. Mittel rechts. Ist ja echt ein Riesengeschoss. Aber die Strecke hier ist gerade alles andere als motivierend. Jetzt mal ehrlich, ey. Hier draußen habe ich fetten Sonnenschein. Ja, mir persönlich ist es sogar zu warm. Deswegen habe ich mich jetzt nach drin verzogen. Also, ne, ich kam von der Arbeit und hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, mich easy nach draußen zu setzen. Aber es ist mir zu warm. Und in meiner Wohnung, da die so fette Wände hat, ist es hier richtig schön kühl und angenehm. Also, ne. Alter, die Karre rutscht wie Sau, ne? Scheiß auf die 400 PS, aber der rutscht. So. Leicht links auf Schotter macht zu. Ich will jetzt auch endlich mal hier zum Ende kommen, so doof das auch klingt. Mir macht Dirt unheimlich viel Spaß, aber ich will auch endlich was Neues zocken. Ich bin ja so ein krasser Überkonsument, wie ein Bekannter von mir mal gesagt hat. Überkonsument. Und ja, so langsam muss mal was Neues kommen. Und ich merke einfach, ich atze schon zu lange an den ein und denselben Spielen rum. Also sprich Dirt und Dead Space. Die müssen jetzt so langsam mal zum Schluss kommen. Einfach nur, weil ich wirklich Bock habe auf was Neues. Was Frisches. Ich weiß nur nicht was, vielleicht mache ich bald mal wieder eine Abstimmung, beziehungsweise heute Abend gibt es auf jeden Fall noch eine Vendetta-Woche, weil es ist ja Sonntag. Und, oh Gott, musste ich hier gerade langsam hoch, sonst wäre ich rausgebrochen. Alter, bist du eine dreckige Karre. Was wollte ich jetzt sagen? Scheiße! Der Wagen fährt noch weiter. Kuppel 60, das war wohl nix.
Ja, vielleicht, ich muss mal gucken, welche Spiele ich alle so in letzter Zeit mal wieder mir zugelegt habe. Heute habe ich erst die beiden, also Assassin's Creed 1 und 2 gekauft. Alter, das waren 30 Sekunden besser, glaube ich, als ich sollte, oder? Ne, waren es 3,16 oder 3,15? 3,16, okay, 15 Sekunden her. Also die Assassin's Creed-Teile habe ich mir heute zugelegt, 1 und 2. Der dritte war mir einfach noch ein bisschen zu teuer. Ich habe keinen Bock, 10 Euro für den zu bezahlen, so dürfte das auch klingen. Man könnte auch das komplette Assassin's Creed Package kaufen für 44 Euro, habe ich aber gedacht, nee. Den ersten Teil hatte ich damals für PlayStation 3, als er ganz frisch rauskam. Da war ich mega heiß drauf. Und dann war es leider dieses Monotone, was dem Ganzen so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Ja, keine Ahnung, ob ich Assassin's Creed mache. Es gibt genug Assassin's Creed Let's Plays. Mal ganz ehrlich, das will ja auch kein Mensch sehen. Oh, hier ist wenigstens mal schönere Grafik. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte mich an The Walking Dead getraut, wenn Tatsu das jetzt nicht schon gemacht hätte. Und Walking Dead schon da bei ihm abgeschlossen ist. Aber Walking Dead habe ich mir auch noch gar nicht gekauft. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch mal wieder was Retro-mäßiges. Retro habe ich auch Bock drauf. Schönes Super Nintendo-Spiel. Oder... Ich habe jetzt Shadow of the Colossus durchgespielt auf PlayStation 2. Ja, ich spiele auch mal nicht Let's Play-mäßig. Und ist auch nett. Und es gibt, soweit ich weiß, klar, es gibt Gameplays und es gibt natürlich viele Englische, aber im deutschsprachigen Raum, glaube ich, sind Shadow of the Colossus, also ist Shadow of the Colossus für PlayStation 2 nicht so oft zu sehen. Mal gucken. Ich könnte mir auch mal sowas Lustiges vorstellen wie Super Mario 64. Muss ich nur gucken, ob ich das hinkriege. Ich krieg bald nämlich wieder ein N64 und ich wollte mir jetzt so ein Capture-Gerät holen, dass ich auch die Konsolen an PC anschließen kann zum Aufnehmen. Vielleicht spiele ich mal wieder ein bisschen Retro-Scheiße. Ich weiß, das ist für viele nicht cool, aber ich stehe auf diese Retro-Sachen. Oh, wie zweiter? Alter, was ist mit dem Reifen los? Wie viele Sekunden? Oh, 3 Sekunden. Dabei habe ich keinen einzigen Fehler gebaut. Mal auf meine Uhr gucken. Noch 6 Minuten. Also bei Dirt mache ich jetzt auch weiter mit den 15-Minuten-Parts, ne? Also da wird sich nichts dran ändern. Und da versuche ich das ja immer auch genauso zu schneiden. Einfach nur, weil das ganze Let's Play so aufgebaut ist in 15-Minuten-Parts. Das würde keinen Sinn machen. Komme ohne Schäden ins Ziel. Also das Auto hier gefällt mir gar nicht. Das ist ein bisschen zu öde. Aber hier Regeneffekt. Da müssten wir eigentlich wieder aus der Ich-Perspektive fahren. Aber ich sehe zu wenig, echt. Da sitzt man scheiße weit hinten. Und hier haben wir ja auch den Regeneffekt. Ich bringe eine 400 PS, wenn wir nicht über 130 kommen. Und wenn die Karre so scheiße rutscht. Gas, Gas, Gas. Was hat er gesagt? Was hat er über meine Mutter gesagt? Mittel rechts in, rechts halten in, deine Mutter lutscht Klosteine im Knast und heißt Walter. So, da haben wir doch schon wieder einen. Links halten. Mittel rechts durch Tor macht zu, dann auf. Durch Tor macht zu, dann auf. Über Kuppe leicht rechts. Mit links. Richtig, leicht rechts auf Schotter. Wow! Das war knapp.
Lass mich durch, Arsch. Warum dürfen die hier alle Panzer fahren? Ich bin heute Abend noch zum Grillen verabredet, das kann ich auch mal erzählen. Und weil es so verdammt heiß ist und wir alle, also viele, noch die Sonne genießen und mein Kumpel, mit dem ich heute Abend grille, der ist Bademeister, so doof das auch klingt, aber so richtiger. Also wirklich gelernter Typ, der festangestellt ist und nicht so ein, DLRG-Azubi. Ey, stopp. Was soll denn der Scheiß? Das war doch eine astreine Abkürzung. Naja, und der halt heute den ganzen Tag im Schwimmbad rumatzen da. Und bei so einem Wetter ist der Laden natürlich proppevoll. Und der sieht halt die Kehrseite vom Leben, ne? Unser eins geht ins Schwimmbad, um zu chillen. Und der muss da die ganze Zeit arbeiten. Und nicht so, ja, da passiert ja eh nichts im Schwimmbad, sondern so richtig heftig Leitung warten und dies und das und jenes. Also der ist echt ein bisschen gearscht bei so gutem Wetter. Scharf rechts. Mittel links über Kuppe. Lass mich durch, Arsch. So. Ach so, Sniper Elite ist sicher bald zu Ende, soweit ich jetzt weiß. Oder so. Ne, ich glaube, die Kampagne dauert nur 6-7 Stunden. Und 4 haben wir, glaube ich, schon. Oder 5 sogar schon. Boah, da fliegt er. Erster. Sehr geil. Ich werde dann noch den DLC, den habe ich jetzt auch hier, Töte Hitler. Und das kommt dann noch im Anschluss. Das kann ich auch schon mal verraten. Aber das werdet ihr schon alles heute Abend in Vendettas Woche erfahren. So, kommt noch ein Rennen oder war es das? Nein, es kommt noch ein Rennen, dann stoppen wir hier und gehen ins nächste Video. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.